Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren, kleinen, einfachen Gericht, nämlich Salata Mschekschke. Es ist eigentlich ein Salat, der aber gekocht wird, interessanterweise. Ihr werdet sehen, es braucht Tomaten, Peperoni, mehrheitlich süße, also Paprika, vielleicht eine scharfe, dazu noch Zwiebeln, Tomaten, selbstverständlich, so viel ihr mögt, und Knoblauch. Wir zerhacken alles mal zuerst oder zerschneiden das. Und anschließend wird das alles dann gemixt. Ihr seht hier die Peperoni, die Knoblauchzehen, vielleicht 3, 4, je nachdem, wie scharf ihr das auch möchtet. Wir werden das ganz einfach am Schluss noch kurz salzen und pfeffern. Hier kommt die scharfe Peperoni. Und das Ganze wird mit ein bisschen Olivenöl gekocht. Und dann wird es mild, wenn du viel milde Paprika hast. Es wird schärfer, wenn du ein bisschen Harissa oder eben mehr scharfe Zwiebeln oder mehr scharfe Peperoni hinein tust. Wir mixen jetzt alles portionenweise, hier die Zwiebeln, Knoblauch und Paprika, und anschließend mixen wir auch die Tomaten separat, und dann wird wirklich das Ganze in einem Topf dann kurz gekocht, dann gewürzt und dann so lange gekocht, wie ihr das Gefühl habt, dass die Peperoni vor allem eben nicht mehr knackig sind. Man kann das auch ein bisschen knackig haben, je nachdem, wie lange man es kocht. Wir gehen gerade auf volle Hitze. Am Anfang und reduzieren nachher natürlich. Ein bisschen Olivenöl ist ideal. Dann zum Würzen sicher Salz und Pfeffer, vielleicht ein bisschen Harissa, vielleicht hausgemachte Harissa sogar. Und dann, wenn ihr gerade habt, orientalische Gewürze schmecken selbstverständlich immer wunderbar dazu. Jetzt kocht das Ganze. Es ist keine Soße, wohlverstanden. Es ist wirklich wie Salata Mschwiye, die ihr kennt, dieser Grillsalat, aber also nicht ganz. Wir haben jetzt all diese Zutaten zuerst einmal roh gemixt. Roh, ganz wichtig. Und dann haben wir sie gekocht. Und sie sieht nun so aus, unsere Salat Mschekschke. Das ist nicht gegrillter Salat, sondern eben, man könnte sagen, Mschekschke bedeutet einfach in Öl kurz gebraten. Also machen wir jetzt, ihr seht, sind Tomaten, Peperoni, eine scharfe Peperoni und der Rest, so viel ihr mögt, süße, milde Peperoni. Und das mit 125 Gramm und 75 Gramm und so weiter könnt ihr vergessen für tunesische Verhältnisse. Wir sagen hier einfach, nimm so viel Tomaten, wie du magst. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Dekoration, beziehungsweise es passt einfach perfekt dazu, ein bisschen Ton. Und wer den Ton nicht mag, der kann ihn dann sein lassen. Ich habe die Hände gewaschen, selbstverständlich. Hier Peperoni und Zwiebeln, aber roh. Die können wir jetzt einfach so ein bisschen drauflegen. Ist sicher erfrischend. Auch ein paar Stückchen rohe Tomaten, um vielleicht ein bisschen die Schärfe zu nehmen. Dann selbstverständlich können wir je eine Scheibe Zitrone. Ich habe hier ein bisschen Petersilie. Und ich habe, was sehr gut passt dazu, ein paar Blättchen Basilikum. Die sind extrem klein, die Blätter hier, aber wirklich, man kann sagen, Bio. Die sind bei mir in meinem kleinen Gärtchen. Und am Schluss, das legen wir aber separat, kann man noch gekochte Eier dazu nehmen. Also, das ist Salata Mschekschke. Ihr könnt es mir nachsagen, Mschekschke. Das hat ja einen ähnlichen Ton wie Shakshuka. Ich wünsche einen guten Appetit. Assalamu alaikum. Lele Munat.